Seit dem 4. Juni sind Prinz Harry und Herzogin Meghan zweifach Eltern. Ihr Töchterchen Lilibet Diana kam im kalifornischen Santa Barbara zur Welt. Kurz nach der Bekanntgabe der Geburt gratulierten die Royals in London Harry und Meghan mit verschiedenen Posts bei Instagram. Darunter auch Harrys Vater und Lilibets Großvater Prinz Charles. Nach seinen virtuellen Glückwünschen äußerte sich Charles nun erstmals öffentlich zu dem royalen Nachwuchs. Der Prinz besuchte in dieser Woche ein Autowerk in Oxford und ging in seiner Rede auch auf seine neueste Enkelin ein. Die Entwicklung von Technologien wie Elektrofahrzeugen ist von großer Bedeutung, wenn es um die Gesundheit unserer Welt für zukünftige Generationen geht. Was mir heute nur allzu bewusst ist, da ich kürzlich zum 5. Mal Großvater geworden bin. Er erklärte anschließend, wie wichtig nachhaltige Innovationen seien angesichts des Erbes, das wir unseren Enkeln hinterlassen wollen. Wirklich rührende Worte und das, obwohl Prinz Charles zuletzt mit seinem jüngsten Sohn Harry eigentlich auf Kriegsfuß stand. Vielleicht ist ja eine Versöhnung in greifbarer Nähe.